Hallo Freunde der käuflichen Liebe und Warum willkommen heißt bei es das eurem Tote Schulle Nacht? zu einer Ich neuen wusste, dass du Folge so nah Final Fantasy 16 auf meinem YouTube-Kanal. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Tja. So, ne, und wie die beiden gerade schon gesagt haben, wir sind auf dem Weg zum Phönix-Tor. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Oder? Nee, da ist nichts. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wie was hier gleich Fäule kommt. Einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Tja. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Story da jetzt so weitergeht. Ob wir erfahren, was jetzt eigentlich mit Ifrit ist. Oder nicht. Da ist es. Das Phönix-Tor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. So, Moment. Hammerwald. Ruinen des Phönix-Tors. Jo, dann ab dafür, ne? So. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Fast, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein. Genau wie ich's verlassen habe. Sehen wir uns um. Okay, so mag wie das. Trümmer der Erinnerung. So. Ich wollte nie. Natürlich nicht. Das nenne ich mal einen Krater, ey. Alter Vater. So. Was ist Torgal? Clive. Das ist er. Okay. Das kann mich Schlüssel zu allem. Doch ein bisschen überraschen, dass der hier einfach so lang spaziert. Ah, hier können wir auch wieder Magie wirken. Okay. So, jetzt mal gucken. Bricht es hinter uns ein, dass die anderen nicht nachkommen können, oder wie ist das? Dann nicht. So.
Wo ist er? Er muss doch hier sein. Verdammt! Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Joshua. Willst du wirklich... Absolut. Okay. Die Halle der Ahnen. Noch ein Tor. Ob sich das auch öffnen wird? Na, warum nicht? Okay, das ist jetzt also so eine Art... so ein Dungeon in Final Fantasy 16, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Soll eine Ruine der Gefallenen sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Okay. Sieht schon eindrucksvoll aus. Muss ich ja mal sagen. Es ist noch größer, als ich dachte. Ah, okay. Gefallener Käfer. Das war's. So, weg mit dir. Nicht zu nahe, Torga. Gut. Das war's mit den Käfers. Okay, was sind denn das für Viechers? Okay, kümmern wir uns erstmal um das Ding hier. Was ist das? Verteidigungsmodul.
Ah, shit. Und los. Hier scheint noch alles intakt zu sein. Die Attacke ist schon geil. Der ganze Ort lebt. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Mhm. So, sonst ist hier ja nichts, ne? Nochmal kurz umsehen. Nee. Nur das Tor hier. Oh yeah. Okay, also ich sag mal, diese Wächter, die haben so ein bisschen was von Zelda. Also sowohl von Breath of the Wild als auch wahrscheinlich Tears of the Kingdom. Das habe ich ja noch nicht gespielt. Ich habe es auch bei mir liegen, aber leider noch nicht angefangen. Kommt noch. Werdet ihr wahrscheinlich, eventuell, hoffentlich auch auf meinem Kanal sehen. Jawohl, Stufe erhöht. Nice. So. Wenn wir wieder auf Ifrit wechseln. Was ist das dann? Einfach nur eine Truhe, oder? Okay, einfach nur eine Truhe. So. Alter Vater. Okay, aber ja, mit den Säulen. Hm. Könnte wirklich der, ich sag mal, Untergrund sein, in dem Joshua als Phönix rumgeflogen ist. Oh, na, lass mich raten, du bist ein etwas größerer Wächter. Gefallener Wächter. Mal sehen, wie viel. Knapp vorbei. Lass sie nicht entkommen. Oh, ah, Scheibenkleister. Zeig sie ihm los. Knapp vorbei. Okay. Jawohl. Nicht zu nah, Torga. So, und hier, der noch. ...9.949 insgesamt, na, guck. Voll und schon wieder gebrochen. Geil. So, den Tornado schaffe ich leider nicht nochmal. Nein. Wir finden ihn und verschwinden. Meinst du, dass das so einfach ist? Bin ich ja noch nicht so ganz von überzeugt. Gunst des Windes, Krallensturm. Nice. Heiltrank, okay. Noch ein Supertrank. Okay, was wartet denn hinter der Tür auf uns? Bomber. Was sie auch sind, sie sehen gefährlich aus. Ja. Knapp vorbei. So, gucken wir mal hier. Tornado. Lass sie nicht entkommen.
Okay, die machen einen großen Badaboom. Weg! Okay. Jesus, na gut. Die Bomber, die kennt man ja aus Final Fantasy, ne? Die sind immer gleich. Irgendwann machen sie Boom. So. Hat Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Nee. So, was ist hier? Ja, es geht nach oben. Wo landen wir wohl diesmal? Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Na, Quatsch. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Komm, gehen wir weiter. Aber gerne noch. 1200 Geld. Hallöchen. Ja, na klar. Das war so. Zeig's ihm, Großer. So langsam. So, weg mit dir. Knapp vorbei. Lass sie nicht entkommen. Gut. Nicht zu so, was ist das, Junge? Alter. So, komm mal her, ja. Jawohl. Neue Gegner nähern sich, finde ich erstmal nicht gut. Dann machen wir hier mal den Tornado. So. Jawohl, und wieder gebrochen. So. Jetzt komm, du bist doch erledigt. Geht doch. So, weg. Neues, neues, neues. Also dieser Tornado, muss ich sagen, von Garuda, der ist schon... Also der ist schon geil. Der braucht zwar lange zum Aufladen, keine Frage, aber... Der hat was. Und weiter geht's. Wieder? Wir enden wie der Rest. Ach, die ist schon wieder. Genau, Schlitz. Und der wieder, so. Ja.
Autsch. So, das war's. Sehr schön. Don't give me the Kohle. Und weiter geht's. Zack, Wille des Windes. So. Ich bin ja echt mal gespannt, was das hier jetzt eigentlich ist. Also das werden wir wohl hoffentlich erfahren. Nicht, dass wir einfach nur durch endlose Gänge etc. gehen und dann kommt nichts dabei rum. Da kommt etwas. Langsam genug. Okay, it's boss time. Zu langsam. Nicht zu nah, Torga. Eisengigant. Knapp vorbei. So, gleich haben wir noch auf jeden Fall das erste Mal gebrochen. Jawohl. Und los. 10.900. Guck, es geht doch. Was? Wie greife an? Aber nicht mehr lange. Komm. Nicht zu nah. Okay. Jetzt oder nie. Das war knapp, ey. So. Nicht zu nah. So, komm ran hier. Knapp vorbei. Jawohl. Und weg mit ihm. Eisengiganten zerlegt. Nice. Sehr, sehr schön. Gefallenen Eisen, Vyrit und Meteorstein. Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an?
Wahrscheinlich fragen Sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und Sie beschützen Ihr Heim. Jill, dort. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Tja, schauen wir mal, ne? Ansehen werden wir uns das. Allerdings erst in der nächsten Folge. Und für jetzt ist erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Clive und Jill hier im Phoenix Tor weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.